Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe einen ganz tollen Artikel gelesen und den möchte ich euch tatsächlich gerne vorlesen in diesem Video. Ich möchte euch den Artikel vorlesen, weil er stark zum Nachdenken anregt und ich glaube, dass das für viele, viele, viele ein Thema ist und weil ich gerne mit euch teilen möchte, was ich darüber denke oder was ich noch dazu zu sagen habe. Der Artikel ist aus der Brigitte B. Green. Die war in der letzten, ne, sag doch mal. Die war in der letzten Trendreader-Box mit drin. Und ich hoffe, ihr habt es euch bequem gemacht. Jetzt beim Vorlesen kann man sich schön ein bisschen entspannen. Vor allen Dingen für diejenigen schön, die immer sagen, sie mögen meine Stimme so. Okay, und zwar heißt der Artikel: Wir werden nie aufhören zu wollen. Aber würde es die Welt überhaupt besser machen, wenn wir weniger kaufen? Nein. Ein Essay von Anne Dittmann. In der Pandemie bin ich eingeknickt. Ich habe die grünen Gebote gebrochen, Käse en masse gegessen, meine Wohnung umdekoriert, 10 neue Kleidungsstücke gekauft, mir Frustkäufe gegönnt, um die anstrengenden Lockdowns mit Homeoffice und Homeschooling zu bewältigen. Und ehrlich gesagt hat es verdammt gut getan. Anfangs habe ich noch mit schlechtem Gewissen das Ave Maria der Öko-Bewegung heruntergebetet. Das brauche ich nicht wirklich, das brauche ich nicht wirklich. Bis mir klar wurde, wie toxisch das ist und wie sehr die Bewegung einen Richtungswechsel braucht. Weg aus der Verbotszone hin zu mehr Selbstbestimmung. Denn wir müssen uns die Frage stellen, und das mag in einem Nachhaltigkeitsmagazin schräg erscheinen, ob es wirklich sinnvoll ist, weniger zu konsumieren. Oder ob es nicht um etwas anderes geht. Und es geht tatsächlich um etwas anderes. Und vielleicht hatte jetzt der ein oder andere schon so einen Moment, nämlich dieses, wenn wir etwas kaufen, bereitet uns das ein gutes Gefühl. Warum ist das so? Schauen wir uns mal an, was eigentlich hinter unseren Shopping-Exzessen steckt. Zum Beispiel der Botenstoff Dopamin, der ausgeschüttet wird, wenn wir auf den Kaufen-Button klicken. Zahlreiche Bücher diagnostizieren uns bereits eine Dopaminsucht, weil wir ständig das Gefühl haben, uns belohnen zu müssen. Und das Traurige ist, haben wir denn keine anderen Alternativen, uns zu belohnen, als uns etwas zu kaufen? Bei all dem Stress und Druck unserer Leistungsgesellschaft. Silicon Valley ruft sogar schon den Trend des Dopaminfastens aus. Doch ist Dopamin wirklich das Problem? Klar, es kickt uns, wenn wir etwas kaufen, wenn wir Vorfreude empfinden, aber es sorgt auch für Verlangen, wenn uns etwas fehlt. Wenn uns etwas fehlt. Dopaminfasten bewirkt aber, dass wir a. vor dem Verlangen die Augen verschließen, b. nicht weiter nach dem Grund des Verlangens suchen. Und das ist ein Problem, dass wir nämlich nicht genauer hingucken, dass wir das nicht hinterfragen, dass wir das einfach so hinnehmen. Und C, stattdessen eine andere Befriedigung suchen. Schokolade essen zum Beispiel. Was nicht viel besser ist als das Shoppen. Wichtiger als dieses körpereigene Hormon zu verdammen, ist es also zu erkennen, was da gerade in uns abläuft und damit anders umzugehen. Das Verlangen nicht weiterhin mit Schuhen, Handys oder Reisen zu kompensieren, zum Beispiel, denn natürlich sind wir längst am Überkonsumieren. Und das machen die meisten nicht. Ganz viele sehen gar nicht, dass sie hier Dinge kaufen, die sie nicht brauchen und hinterfragen nicht, warum sie ständig kaufen, warum sie ständig bestellen müssen, was da in ihnen los ist. Fangt an, Dinge zu hinterfragen. Und wenn man da einmal hinguckt und sieht, okay, Dopamin, Verlangen, Belohnung, muss ich da immer unbedingt was kaufen? Die Ursache dafür ist aber nicht, dass wir grundlos irgendwelche Dinge kaufen. Ich jedenfalls werfe keine Schuhe, Laptops oder Beauty-Produkte achtlos in den Einkaufswagen und denke mir, pff, keine Ahnung, was ich damit soll, aber ich kaufe sie trotzdem. Ich bin zum Glück auch nicht so, aber ich glaube, es gibt noch viele Menschen, die so sind.
Ich habe zum Beispiel seit 10 Jahren keinen Fernseher und bin damit zufrieden. Es fühlt sich leicht an, keinen zu kaufen. Da habe ich so gedacht, ich habe einen Fernseher, das ist auch okay, aber ich habe einen Mini-Fernseher. Ganz viele kommen hier und sagen so, hast doch keinen Fernseher, wie kannst du da... Es ist ein Fernseher, er funktioniert, wir sehen genug, ich brauche nicht so ein 10 Meter großes Ding. Und da bin ich tatsächlich ganz glücklich mit. Es gibt auch immer mal wieder so Dinge, wo ich denke, ah ja, so fancy Sachen, die alle für ihre Kinder haben, brauche ich das wirklich? Also ich bin zum Glück schon so weit, dass ich ganz oft hinterfrage, brauche ich das? Bin ich nur der Meinung, ich müsste das kaufen, weil alle anderen das gerade kaufen? Viel schwerer ist es, Dingen zu entsagen, die für etwas stehen oder in denen wir mehr sehen als nur ein Produkt. So ging es mir, als ich letztens beobachtete, wie eine Bestseller-Autorin auf einem hippen weißen Computer arbeitete. Zack, Kauflust geweckt. Mir ist zwar klar, dass ich an einem schweineteuren, unfair produzierten Rechner nicht besser schreiben würde. Trotzdem fühlt es sich schwer an, keinen zu kaufen. Und genau hier greift die Verzichtsbewegung zu kurz. Sie geht davon aus, dass Menschen das einfach wieder lernen müssen. Ich frage mich, können wir überhaupt aufhören zu wollen? Und das, was sie hier mit dem PC beschreibt, das sieht man halt auch ganz viel auf Instagram, dieses sich influenzen lassen. Boah, die hat die Schuhe gekauft. Ich mag die, ich will so sein wie die, ich kaufe mir jetzt die Schuhe. Das hinterfragen die Leute nicht. Die kaufen die Schuhe, weil die die gekauft haben. Aber zu schauen, okay, weil ich gerne so wäre wie sie. Helfen mir die Schuhe, so zu werden wie sie? Nein. Was kann ich tun, um so zu werden wie sie? Was kann ich an meinem Verhalten vielleicht ändern, an meiner Lebensweise? Aber die wenigsten Leute reflektieren leider und sind da halt auch ehrlich zu sich selbst. Weil ich verstehe, das ist manchmal nicht einfach, sich das auch einzugestehen. Aber es ist sehr heilsam. Der US-Psychologe Abraham Maslow, der in den 50er Jahren die positive Psychologie begründete, erteilt dieser Frage ein ganz klares Nein. Wir können zwar unsere Grundbedürfnisse wie Nahrung, Schlafen und Sicherheit befriedigen, aber Maslow zufolge erreicht kein Mensch jemals einen gesellschaftlichen Status, bei dem es heißt, ich habe genug Anerkennung oder Wertschätzung. Und genau darum geht es beim Kaufen ja. Das ist das riesengroße Problem. Wir Menschen jagen, und da nehme ich mich nicht aus, wir jagen jeden Tag nach Anerkennung und Wertschätzung, weil wir uns die nicht selbst im ausreichenden Maße geben, weil wir das nicht gelernt haben, weil das eher verpönt wurde. Also suchen wir das auf anderen Wegen, zum Beispiel durch unseren Status, das Auto, der Job, das Gehalt, dieser und jener Urlaub. Stellt uns das dauerhaft zufrieden? Natürlich nicht. Und dann muss es immer mehr, immer größer werden. Es gibt einfach nichts anderes als den Konsum, um sich gut zu fühlen. In einer Welt, in der man nur isst, was man besitzt. Schreibt Nunu Kalla in ihrem Buch Kauf mich. Ist das nicht schrecklich? Ich lese nochmal vor. Es gibt einfach nichts anderes als den Konsum, um sich gut zu fühlen. Wie schlimm ist das bitte? Ich kaufe oder ich muss kaufen und konsumieren, um mich gut zu fühlen. Ich schaffe es nicht, es auf anderen Wegen hinzubekommen, dass ich dafür sorge, dass ich mich gut fühle. Keine Kunstsammlerin wird jemals sagen, dass sie fertig sei mit der Selbstverwirklichung. Schließlich habe sie schon 300 Bilder gekauft. Und niemand wird behaupten, dass er genug habe von der Zugehörigkeit, die ihm die neuen Sneaker eingebracht haben. Das ist ja nur eine vermeintliche Zugehörigkeit. Menschen werden also immer wollen, vor allem mehr. Gleichzeitig gibt es in Deutschland für jedes Problem eine käufliche Lösung. Badekugeln zum Entspannen, Kleider für den Selbstwert und vor allem ist zu viel da, weil Firmen weiter wachsen müssen. Und das ist das Problem. Ich brauche nicht die Badekugel zum Entspannen. Ich brauche die kostenlose Hypnose oder Meditation auf YouTube. Ich brauche nicht neue Kleider für meinen Selbstwert. Ich muss erstmal hier in mir drin gucken, warum mein Selbstwert denn so gesunken ist oder noch nie besonders hoch war und was ich selbst aus meinem Inneren raus dafür tun kann, diesen Selbstwert zu steigern.
Und da bringt es mich auf lange Sicht weiter und ist dementsprechend dann tatsächlich auch günstiger, wenn ich mir einen Coach nehme, der mit mir auf meinen Selbstwert guckt, als wenn ich mir ständig über Jahrzehnte neue Kleider kaufe, die ja mit meinem Selbstwert auch nichts verändern. Wir können gar nicht anders, als den Unternehmen mit ihren Neuromarketing-Tricks auf den Leim zu gehen, sagt der Trendanalyst Carl Tillessen. In seinem Buch Konsum schreibt er, während für unsere Großeltern das haptische Erlebnis der Ware das persönliche Prüfsiegel war, spielt das Produkt selbst heute kaum mehr eine Rolle, sondern vielmehr die Verpackung oder was mir dieses Produkt verspricht. Ja, wenn ich jetzt diese einen Sneaker habe, auch die teure Version, nicht die günstige Version, dann strahle ich damit was Bestimmtes aus zum Beispiel. Da werden Werbespots gedreht, die das Auspacken eines Handys emotional ausschlachten. Verpackungen nach ihrer Instagram-Mability designt, damit sie von anderen gepostet, geliked und aus einem Zugehörigkeitsbedürfnis heraus nachbestellt, gepostet und wieder geliked werden. Hashtag Insta made me buy it. Kennt ihr noch früher diesen Bilou-Schaum von irgendeiner YouTuberin? Musste sich doch jedes 12-jährige Mädchen kaufen. Das ist genau das. Die brauchten nicht noch einen Duschschaum. Nee, darum ging es gar nicht. Und die Produkte selbst werden so gestaltet, dass sich Menschen mit ihnen verwirklichen wollen. Nur dieser Snack macht sie zu einer guten Mutter. Nur dieses Outfit bringt Erfolg im Job. Nur dieser Rechner macht mich zu einer guten Autorin. Aber Moment, wir sind ja nun keine gehirnlosen Roboter, die stumpf alles kaufen, was ihnen vor die Nase gesetzt wird. Wir wissen doch, dass wir zu viele Ressourcen verbrauchen und damit die Umwelt zerstören. Spielt das etwa keine Rolle? Nunu Kala malt hier ein düsteres Bild. Es gibt keine Studie, die nachweist, dass Menschen im Sinne der Ethik nicht nur anders konsumieren würden, sondern es auch wirklich tun. Als ich meine Corona-Erschöpfung mit neuer Kleidung betäubte, hat mein Gehirn dieses Bedürfnis übrigens sehr wohl wahrgenommen. Weder die fehlende Logik noch der Klimaschaden hielten mich ab. Und ist es nicht schlimm? Weil wir da nicht hingucken wollen, weil wir uns die Zeit nicht nehmen, weil wir Angst davor haben, was da zum Vorschein kommt, weil wir wissen, das hat auch was mit Arbeit zu tun, die wir da reinstecken. Mit wesentlich mehr Arbeit als ein neues Kleid zu kaufen. Und dann kaufen wir doch lieber das neue Kleid. Auch wenn das der Umwelt schadet und unserem Geldbeutel nebenbei auch und das Problem nicht löst. Denn am Ende, und auch das blendet die Verzichtsbewegung aus, sind Kaufentscheidungen emotional. Nur wenn es uns passt, handeln wir auch mal anders, beschreibt der Hirnforscher Gerhard Roth den Abwägungsprozess beim Shoppen. Heißt, solange die Klimakrise abstrakt ist und ich die Bedrohung vor meiner Tür nicht sehe, sind auch die Bedenken weit weg. Und das ist doch ein riesengroßes Problem. Sie ist doch da, sie ist offensichtlich. Wir müssen nur hingucken und hinhören und wirklich überlegen, wollen wir diese Welt unseren Kindern überlassen? Wir sterben an Altersschwäche. Unsere Kinder, die sterben ja, an der Klimakatastrophe. Der Mensch wird also weiter konsumieren. Punkt. Geht das aber auch, ohne dass wir den Planeten dabei vor die Wand fahren? Grüner Strom, Kreislaufwirtschaften, schon klar. Mich interessiert aber mehr, was der Umweltpsychologe Marcel Hunecke dazu zu sagen hat, mit seiner Vision einer Postwachstumsgesellschaft, in der wir das Bruttoinlandsprodukt durch ein Bruttogemeinwohl ersetzen. Erfolgreiche Firmen würden dann nicht mehr nach Umsatz beurteilt, sondern nach ihren Auswirkungen auf das Gemeinwohl, sagt er. Umweltfreundliche Prozesse, faire Löhne. Und Arbeitszeiten, die Atmosphäre im Team oder der gesellschaftliche Mehrwert eines Produkts sind Qualitäten, die man bewerten und vergleichen könnte. Ein Bruttogemeinwohl könnte uns jährlich spiegeln, wie es uns geht, was wir brauchen. Denn wenn Maslow recht hat und Zufriedenheit unser Ziel ist, warum messen wir Wohlstand dann immer noch an Geld? Und wenn du jetzt überlegst, Zufriedenheit ist dein Ziel, du willst Zufriedenheit erreichen, könntest du jetzt sagen, was dir Zufriedenheit verschafft?
Wir müssen an unsere Werte ran, sagt Honecker. Wenn die nämlich auf Arbeit und Leistung ausgerichtet sind, dann messen wir unseren Selbstwert natürlich an unserem Besitz. Und das ist ein Riesenproblem. Gerade bei uns Mamas. Wir sind der Meinung, wir müssen ganz viel leisten, immer gestresst sein, ganz viel tun, noch mehr für die Kinder kaufen, die beste Geburtstagsparty, weil das unseren Selbstwert ausmacht, weil wir dadurch an Anerkennung kommen. Und dadurch kommen wir in Burnout, dadurch kommen wir in Depression, weil das nicht der Weg ist, weil das nicht unser Problem der Anerkennung und Wertschätzung löst, indem wir noch mehr tun und noch mehr bei anderen danach lechzen, dass sie uns als gute Mutter ansehen. Das kannst nur du wissen, ob du eine gute Mutter bist, nach deinem Gutdünken. Und wenn du das für dich mit einem Ja beantworten kannst, dann brauchst du das im Außen nicht mehr ständig zu erkämpfen und zu suchen. Die One-Million-Dollar-Frage ist also, wie ändern wir unsere Werte? Auf jeden Fall nicht mit dogmatischen Verzichtsdiktaturen. Das führt nur zur Ohnmacht. Eine Antwort lautet Achtsamkeit. Und tatsächlich wird in Studien aktuell vermehrt die Verbindung zwischen einem bewussten und einem nachhaltigen Leben nachgewiesen. Indem wir achtsamer leben und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir Herausforderungen bewältigen, ohne ständig die Kreditkarte zu zücken. Oder anders. Statt einen weißen Rechner zu kaufen, kann ich mich fragen, warum es mir Sorgen macht, dass ich nicht genug schreibe und mich mit anderen Autorinnen darüber austauschen. Statt mich regelmäßig mit einer 5-Euro-Badekugel abends in der Badewanne aufzulösen, könnte ich meine Stressfaktoren anschauen und nach Hilfe in meinem vollen Alltag bitten. Statt mich nach einem harten Arbeitstag mit einem vollen Warenkorb zu trösten, könnte ich schon vorher mehr Pausen machen oder mit meinen Vorgesetzten sprechen. Das ist es, was ich euch hier immer wieder zu vermitteln versuche. Ich hoffe, das gelingt mir. In Schulen und am Arbeitsplatz sollten genau solche Verhaltensweisen unterstützt werden, sagt Honecker. In einigen Unternehmen gibt es zum Beispiel schon sogenannte Check-ins, in denen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen offen sagen können, was sie brauchen und was sie belastet. Und das ist so geil und so wichtig. Das brauchen wir in jeder Firma, in der Schule, das brauchen wir im Kindergarten, das brauchen wir zu Hause. Fangt zu Hause damit an, darauf könnt ihr Einfluss haben. Sprecht mit euren Familienmitgliedern, was brauchst du, was belastet dich? Und nicht im Sinne von, brauchst du ein neues Playstation-Spiel, sondern brauchst du mehr Alleinzeit mit mir, brauchst du mehr Nähe, brauchst du mehr Gespräche? Und auch die Pandemie scheint dieser Vision einen Ruck nach vorn zu geben, das hoffe ich. Wir sprechen mehr über Depressionen, gehen plötzlich kilometerweit spazieren und nehmen unsere Freundschaften wichtiger, ja. Also die Pandemie hat nicht nur Schlechtes gebracht. Und dazu lade ich dich gerade mal ein. Schreib mal in die Kommentare, was hat dir die Pandemie, was hat dir Corona für Positives gebracht? Mach hier mal Pause und schreib mir das mal. Das würde mich sehr interessieren. Das Zukunftsinstitut schreibt in seinem Report von 2021 zum Thema Konsum. Firmen werden bei ihren Produkten mehr Wert auf Qualität als auf Masse legen und das ist das Spannende, der Trend geht dabei nicht zum Minimalismus, sondern zum bewussten, genussvollen Leben, das nicht abhängig ist von der Anzahl der Konsumartikel. Und das finde ich mega wertvoll. Denn sich einzugestehen, dass wir brauchen, dass wir kaufen wollen, geht über Konsum weit hinaus. Es macht unsere Gefühle und Bedürfnisse dahinter sichtbar. Wir müssen nur hinschauen. Und so kommen wir von einem dogmatischen Ich brauche das nicht zu einem Doch, ich brauche. Und jetzt überlege ich mal, was eigentlich genau? Was brauche ich hier eigentlich genau? Eine radikalere Kapitalismuskritik kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das war der Artikel. Und ich hoffe, er hat jetzt die ein oder andere von euch einfach nur zum Nachdenken angeregt. Wenn ihr jetzt mit den Gedanken, die ihr jetzt habt, nicht wisst, wie ihr damit umgehen sollt, in welche Richtung ihr die lenken sollt, was ihr jetzt damit machen wollt, dann fühlt euch eingeladen, mir zu schreiben. Schreibt mir bei WhatsApp, bei Instagram, schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir und wir sprechen einfach mal darüber. Ich finde, das ist so ein wichtiges, wichtiges Thema. Das war jetzt mal eine ganz andere Art von Input, von Video. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie dir das gefallen hat. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!